Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu Train Simulator 2016. Wir spielen heute mal wieder ein Workshop-Szenario. Und zwar spielen wir das Szenario IC Express, also ICE, auf der Strecke Hagen-Siegen, wo wir ja verwirrenderweise gerade doch noch ganz viel aufhaben, sehe ich gerade. Ah ja, Karriere gab es, glaube ich, nicht viel. Auf Hagen Siegen. Ich habe hier irgendwie einen Filter reingemacht. Ich kriege den nicht mehr raus. Ja, wir wollten ja eh das Workshop-Szenario spielen. Hat eine gute Bewertung. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, die Ladezeiten von Hagen Siegen sind ziemlich kurz, weil es ja eine der ältesten Strecken ist. Das Szenario ist, glaube ich, angesetzt mit 25 Minuten, meine ich. Für mehr habe ich heute leider nicht Zeit aufzunehmen. Das Wochenende ist ziemlich vollgepackt bei mir. Dementsprechend was etwas Kürzeres. So, dann schauen wir mal. Den finde ich ja immer noch extrem cool. Aber der hat nicht allzu eine gute Bewertung gekriegt. Siegen und dann Finnentrupp. Na gut. Dann fahren wir erstmal nach Siegen. Dann werden wir erstmal Passagiere einsteigen. Ich habe ein Passagiere-Problem. Passagiere einsteigen lassen. So, ist da schon irgendwas Gefährliches? Das könnte eine 60 sein, ne? 40, okay. Wir kriegen ja keine Minuspunkte. Und mit den 5 km/h drüber oder 6, was wir waren, habe ich da kein schlechtes Gewissen. So, wir erreichen in Kürze Siegen Hauptbahnhof. Ich fand die Strecke ja nicht ganz cool, obwohl die ziemlich alt ist. Hat halt ein paar schicke Berge drin. Da einen schönen Rangierbahnhof. Rangierbahnhof? Nein, Stellbahnhof. Nee, wie heißt das denn? Stellwerke? Ihr wisst, was ich meine. Keine Außenansicht, was ist das denn? Ich kann nicht wechseln. Oh, wir sind ein bisschen weit rüber. Ich vergesse immer, dass hier vorne ja direkt die erste Tür ist. Ungünstig. So, und dann ist der nächste halt schon unser Zielbahnhof. Hello Driver, today you will drive an ICE from Finntrop with a stop in Siegen. Ja, da sind wir gerade. Good luck and drive safe. Das wird auch nicht so bleiben.
Wobei ich nicht glaube, dass wir hier besonders hohe Geschwindigkeiten fahren dürfen. Ich denke mal maximal 200. So, das wird wieder eine 40 wahrscheinlich, ne? Genau. Ist die 100 angekündigt? Jetzt dürfen wir erstmal 120. Der Mond. Das sieht ein bisschen komisch aus. Oh, da stand einer mitten auf den Schienen. Habt ihr das gesehen? Das war ja gefährlich. Zum Glück stand er nicht auf meiner Seite. Hier finde ich 100 aber auch schon ein bisschen schnell für die Kurven, wenn man sich mal die Fliehkräfte anguckt. Naja, aber wir müssen ja damit leben, was uns hier vorgesetzt wird. Hier keine auf den Schienen. Vierzig Kilometer, okay. Ja, den ICE, den sind wir schon oft gefahren. So, ab dem nächsten Signal 140. Wenn wir überhaupt 200 hier fahren. Ich glaube, offiziell gibt es hier offiziellen ICE auf der Strecke. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei den Standardszenarien war nichts dabei. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ja, 140 und dann kommt schon wieder 100. Lohnt sich kaum. Naja doch, es geht ja auch noch bergauf.
Hier sind die Frames einfach butterweich. Bis auf die kleinen Einbrüche, die wir immer haben. So, da kommt gleich mal wieder 140. Die Frage ist, wie lange? Und die Frage ist, ist das wirklich unsere Maximalgeschwindigkeit auf dieser Strecke? Falls ja, macht das nicht wirklich Sinn, den ICE einzusetzen? Jetzt habe ich nicht auf das Vorsignal geachtet. Müssen wir gleich mal drauf gucken, ob da irgendwas war. Es sieht nicht so aus. Nein, alles gut. Ist natürlich günstig platziert, das Signal hier. So, jetzt haben wir eine ordentliche Steigung, aber der ICE macht das ja mit links. Da fliegen die Leute durch den Zug. So scharf sind die Kurven hier bei 140. Wenn sich unten links mal die G-Kräfte anguckt. Ja, die Kurve geht noch. Aber die wird wieder heftig. Achtung. Zack, ab in den roten Bereich. Jetzt haben wir sogar wieder 120. Noch 28 Kilometer.
In 2,4 Kilometer erwartet uns ein Tunnel. Und die Steigung nimmt zu. Oh, schön grün hier. Und noch 25 Kilometer. So, und damit haben wir auch die Bergspitze erreicht. Und jetzt geht es wieder bergab. Das heißt, jetzt heißt es andersrum aufgepasst. Der wird uns jetzt ordentlich runterdrücken. Bis jetzt geht es noch. Aber jetzt wird es auch noch ein bisschen steiler. Wir haben jetzt mit 5% Gefälle. Jetzt 16. Hier dürfen wir wieder stufenweise bremsen. Da wir aber keinen Zeitdruck haben derzeit, kein Zeitdruck derzeit, können wir den ruhig immer ein bisschen weit unter 100 bremsen. 96 oder so, 97. Ja, bergab fahre ich nicht gerne. Muss ich ja sagen.
Ansonsten fällt mir gerade auf, ist hier echt nicht viel. Irgendwie hätte ich die Strecke spannender in Erinnerung. Jetzt wird es gleich noch mal richtig steil, da müssen wir aufpassen. Aber ich glaube nicht, dass das Prozent sind, eher Gradzahl, ne? 13,9 Grad. Und nicht Prozent. Das wäre ein bisschen viel. Hier ist dunkel. Hier kommt keine Sonne hin. Ah, es wird gleich flach. Aber auch nur kurz, danach geht es schon wieder runter. Aber so geht's. Also, so geht's. Juhu, wir dürfen gleich nochmal 120. Also für den ICE ist die Strecke einfach nicht geeignet. Das ist Quatsch, finde ich. Vielleicht auf späterer Strecke, wenn man vielleicht wieder ein bisschen schneller fahren darf, aber hier mit 100 runter zu tuckern. Da tut es auch bestimmt ein günstigeres Zugmodell. Es wirkt sehr einschläfernd, habe ich das Gefühl. Also, so fühle ich mich zumindest gerade. Es passiert einfach nichts, ne? Naja, 10 Kilometer. Vielleicht dürfen wir noch mal kurz 200. Immerhin 120.
So, 6,6 Kilometer. Die Müdigkeit nimmt zu. Landschaft bleibt gleich. Was ist das? Ein Bergwerk oder sowas. Ja, gute 5 Kilometer, dann sind wir auch am Ziel. Was soll ich sagen? Szenario ist okay. Ist es nicht schlecht, aber es ist auch nicht berauschend. Vor allen Dingen ist es nicht wirklich kompliziert. Wir hatten bis jetzt einen gegen. Ein Zug im Gegenverkehr? Ne, wir hatten zwei, glaube ich. Aber ich glaube, das würde ich auch noch hinbekommen. So, da ist unser Zielbahnhof schon zu sehen, unten auf der Map. Sehr schön gehalten. Es gibt keine Fenstersicht. Das finde ich übrigens auch immer sehr seltsam. Gucken wir einfach mal hier. Sind gut angekommen. Szenario abgeschlossen, gut gemacht. Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Juhu! Szenario bewerten. Ach ja, gebt einen Daumen hoch. Ist okay.
Betriebsfehler, Geschwindigkeitsüberschreitung 7 Mal, aber das waren immer nur so ein paar km/h. Ich bin zufrieden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Train Simulator 2016. Bis dann. Tschüss.